AVM hat für Cable-Anschlüsse eine neue Fritzbox veröffentlicht, und zwar die Fritzbox 6690 Cable. Wir klären in diesem Video, wie die Fritzbox 6690 sich zur anderen Fritzbox, nämlich zu der 6660, unterscheidet und ob sich ein Kauf für 300 Euro lohnt. Los geht's nach dem Intro. Ich habe vorher eine Fritzbox 6660 besessen und deshalb greife ich immer wieder auf einen Vergleich zurück, und zur Transparenz sage ich natürlich auch, dass diese Fritzbox mir von AVM für diesen Test gestellt wurde. Gehen wir aber als erstes mal auf die negativen Punkte ein. Meine Fritzbox 6660, die hatte immerhin schon 5 Ethernet-Ports. Das ist jetzt kein großer Sprung, aber langsam werden bei mir die Ethernet-Ports einfach knapp. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat mittlerweile, finde ich, ziemlich viele Geräte dranhängen, sei es PCs oder irgendwelche Smart Home Bridges oder NAS zum Beispiel, und dann wird es irgendwann eng an den Ports. Deshalb war ich mit den 5 Ports bei der 6660 schon etwas zufrieden, wobei ich mittlerweile der Meinung bin, solche hochpreisigen Router könnten auch schon mal 8 Ports haben. Das neue Modell kommt jetzt wieder nur mit 4 Ports, statt wie die 6660 eben mit 5 Ports. Naja, man kann das mit dem Switch nachrüsten, aber in der Preisklasse hätte ich mich einfach über mehr Ports gefreut. Einer dieser Ports ist ein 2,5 Gigabit Port. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich dazu in meinem Heimnetz noch keine Anwendung habe. Allerdings werden ja auch die Internetgeschwindigkeiten immer schneller. Ich bin jetzt schon bei einem Gigabit, und wenn es darüber hinausgeht, na, dann müsste man sich halt überlegen, ob man den Port nutzt und ein Endgerät vielleicht auch hat, das mehr als ein Gigabit kann. Von daher schon mal in die richtige Richtung gedacht, einfach einen Port zu haben, der eine höhere Geschwindigkeit darstellen kann. Ein weiterer negativer Punkt an der Fritzbox ist das hässliche Design. AVM möchte dem Namen Box wohl hier alle Ehre machen und ist wieder auf das Design der Fritzbox 6591 Cable zurückgekehrt. Wenn ich das mit meiner schlanken 6660 Cable vergleiche, dann gefällt mir das alte Design, also das der 6660, deutlich besser. Zudem ist eine Wandmontage mit diesem Design auch nicht mehr möglich. Bei einigen Fritzboxen mit diesem schlankeren Design gab es aber wohl Probleme mit Überhitzung, und vielleicht ist das der Grund, warum man wieder zu diesem Boxdesign zurückgekehrt ist. Das hat auch deutlich mehr Belüftungslöcher. Ist aber jetzt nur Spekulation meinerseits. Ein weiterer negativer Punkt ist der hohe Preis. Der liegt aktuell bei einer UVP von 319 Euro. Wahrscheinlich wird das im Straßenpreis noch sinken. Trotzdem ist das ein hoher Preis, und wir gehen jetzt einfach mal zu den Vorteilen der Box und schauen, ob dieser hohe Preis dann dementsprechend auch gerechtfertigt ist. Die interessanteste Änderung bei der Fritzbox ergibt sich im WLAN. Glaubt man den Versprechen von AVM, haben sich im WLAN die Bandbreiten verdoppelt, und zwar in beiden Netzen. Beziehungsweise in beiden Bändern, also im 2,4 und 5 GHz Band. Und ich konnte tatsächlich eine deutliche Verbesserung wahrnehmen. Ich habe 2 Problemstellen in meiner Wohnung, und deshalb hatte ich die ganze Zeit eigentlich einen Repeater im Einsatz. Tatsächlich muss ich jetzt sagen, dass diese Problemstellen so einigermaßen behoben sind. An der schlechtesten Stelle bekomme ich mit WLAN AX immer noch 40 Mbit pro Sekunde. Um das ins Verhältnis zu setzen, mit 25 Mbit pro Sekunde könnte ich immer noch 4K-Filme von Netflix streamen. AX kann theoretisch 1 Gigabyte liefern über WLAN, das habe ich aber nicht ganz geschafft, ich bin irgendwo bei 817 Mbit eingepegelt. Die Verdopplung der Datenraten konnte ich also in meinem Praxistest fast bestätigen, 1:1, also ich hatte an vielen Stellen einfach deutlich höhere Geschwindigkeiten. Hier ist aber auch natürlich der Client entscheidend, und gerade beim WLAN N ist es halt so, dass auch der Client da relativ schnell an seine Grenzen kommt und bei 120 Mbit pro Sekunde oder leicht darüber einfach Schluss ist. Natürlich hat man im WLAN auch nicht nur ein Gerät, das funkt, sondern mehrere, und da können dann halt von der Fritzbox die verschiedenen Geräte mit hoher Geschwindigkeit bedient werden, also beispielsweise 2 Clients mit den 120 Mbit und halt eben nicht nur einer. Keine Besonderheit der 6690 ist natürlich das WLAN-Mesh. Das können natürlich auch andere Fritzboxen. Ich möchte es aber trotzdem als Vorteil hervorheben, da man ja hier Band-Steering hat. Das heißt, die Fritzbox sorgt dafür, dass die Geräte immer im besten Band sich befinden, also da, wo der Empfang am stabilsten ist. Gerade durch die erhöhte Antennenanzahl hat sich ganz schön was getan im 5 GHz-Band.
Das war bei mir immer so das Problemkind vorher und oft wurden die Geräte dann eben ins 2,4 GHz Band geworfen. Das passiert jetzt deutlich seltener und ich kann besser von den hohen Geschwindigkeiten profitieren. Wenn man sich jetzt also tatsächlich einen Repeater durch diese gute Ausbreitung sparen kann, dann ist eventuell der hohe Preis doch gerechtfertigt. Wenn man sich nämlich mal die Preise der Repeater bei AVM anschaut, kann man auch diesen Preis für eine bessere Fritzbox ausgeben und hat im Prinzip dann ein ähnliches Ergebnis. Was ist noch zu erwähnen bei der 6690? Es gibt diesmal zwei USB 3.0 Anschlüsse. Meine 6660, die hatte nur einen USB 2.0 Anschluss. Die USB-Anschlüsse sind bei den Fritzboxen ja vielfältig einsetzbar, zum Beispiel fürs USB-Tethering oder für den Anschluss eines Routers. Deshalb ist es schon sinnvoll, zum einen hier USB 3.0 zu haben und auch mehr als einen Port zu haben. Standardmäßig sind die Ports im Sparmodus, nämlich bei 2.0 geschaltet, weil es wohl Interferenzen im WLAN geben kann, wenn man schlecht geschirmte Kabel bei USB 3.0 anschließt. Da also aufpassen, wer Probleme im WLAN bekommt, sobald ein USB 3.0 Gerät angeschlossen ist, einfach mal zurück auf USB 2.0 wechseln. Darüber hinaus kommt jetzt die Box auch noch mit zwei Phone-Anschlüssen, also mit zwei analogen Anschlüssen. Diese Technik scheint auch nie auszusterben, weil eigentlich kann ich natürlich DECT-Telefone direkt mit der Fritzbox koppeln und bräuchte keine analogen Anschlüsse mehr. Wer aber noch ein Telefon hat, das halt mit TAE-Adaptern funktioniert, der freut sich über diese beiden Anschlüsse. Viele haben ja auch einen Drucker, die ein integriertes Fax haben, da kann man das auch benutzen. Was bei AVM immer hinzukommt, ist die einfache Konfiguration der Geräte. So konnte ich zum Beispiel meine kompletten Einstellungen von der 6660 exportieren und in die 6690 importieren. Also eine einfache Konfiguration bekomme ich halt bei AVM immer. Das Gerät wird jetzt auch noch als Flaggschiff bezeichnet, das heißt, ich kann mir auch ziemlich sicher sein, dass die Update-Versorgung hier ziemlich gut und hoffentlich auch ziemlich lange sein wird. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde mich mal über eure Geschichten freuen mit den Fritzbox Cable Modellen, ob ihr wirklich diesen Unterschied im WLAN gemerkt habt. Und schreibt mir doch auch mal, ob euch bei der Fritzbox 6690 wirklich ein Repeater erspart geblieben ist oder ihr trotzdem noch einen Repeater nutzen musstet. Ich weiß, das kommt natürlich auf die Gegebenheiten an, würde mich aber mal interessieren, wie diese neuen WLAN-Antennen sich bei euch in der Praxis ausgewirkt haben. Bei mir war es ja ziemlich vorteilhaft, also ich konnte davon sehr stark profitieren.